Willkommen zu einer neuen Trailer-Rotation und die hier hat's wirklich in sich, denn es war eine fantastische Woche, wenn's um neue Spiele geht. You Tommy? Detective Norman. How long you been in town? 3 years. They handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah. I might have something. Das hier sind endlich mal ein paar mehr Szenen aus dem Mafia 1 Remake, das am 28. August für PC, PS4 und Xbox One rauskommt. Es sind allerdings Szenen aus den Zwischensequenzen, die sind aber mit der Spielengine gebaut und wie im Original wahrscheinlich nicht allzu weit von dem weg, was wir tatsächlich in der Spielwelt sehen werden. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Consider your predicament. One skull? 2 tenants and no solution in sight. I could fix it all like that. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking. Am Samstag wurde endlich ein Early Access Termin für Baldur's Gate 3 bekannt gegeben, wenn auch kein ganz genauer. Das belgische Entwicklerstudio Larian Studios will versuchen, die Vorschauversion im August auf dem PC über Steam zu veröffentlichen. Sie können es aber einfach noch nicht garantieren, deshalb sagen sie wahrscheinlich im August und sagen auch noch keinen konkreten Termin. Am 18. Juni, also jetzt diese Woche Donnerstag, soll es aber nochmal deutlich mehr Gameplay geben als nur diesen kurzen Trailer. Let me show you how the boss does it. Dieses Video wird euch präsentiert von Valorant, dem neuen Multiplayer-Shooter von Riot Games. Hier sind präzise Shooter-Skills und Einfallsreichtum gefragt, denn in den taktischen 5 gegen 5 Matches nutzt ihr nicht nur etliche Waffen, sondern auch die individuellen Spezialfähigkeiten eurer Agenten, um den Sieg zu erlangen. Valorant gibt es jetzt zum kostenlosen Spielen für den PC. Den Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. They say, hope is what makes us human. Hope also let us think we'd won. But the root have another gate somewhere. Another hole we have to plug in our sinking civilization. Maybe the root's not the only thing we need to worry about. Nachdem der erste DLC für Remnant from the Ashes, Swarms of the Chorus, auf Steam mit seinem Roguelike-Modus ja nicht sonderlich gut bei den Spielern ankommt, wurde jetzt eine zweite und die bislang größte DLC-Erweiterung für das Spiel angekündigt und die bietet eine klassische Kampagnenfortsetzung mit einem neuen Planeten und neuen Gegnern, die so ein bisschen rattenmäßig aussehen. Am 20. August soll das neue Add-on rauskommen und dann neben einem ländlichen Gebiet auch eine unterirdische Militäranlage bieten. Weiter geht's mit Godfall, das ja eines der ersten für die PlayStation 5 bestätigten Spiele war und zudem hier die Entwickler im Video mal erklären, worum es da eigentlich geht. Das Spiel kommt übrigens auch Ende des Jahres für den PC raus. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today and to offer you a glimpse into the mystical world of Godfall. Please enjoy. Godfall is still in development, so some things will change and improve in the final product, including visuals and performance. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. You play a Valorian knight, a godlike warrior able to equip valor plates, legendary armor sets that transform you into unstoppable masters of melee combat. As you adventure through the realms, you'll get to tear through enemies to challenge a mad god who awaits you at the top. Throughout your journey, you'll find ancient valor plates lost in time, each with their own characteristics and long history. Now let's talk about gameplay in Godfall. First, our team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think
is a whole new genre, the looter slasher. Our game is therefore one part gear-driven and one part player skill-driven. In other words, not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling of accomplishment for mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. What you're looking at now is a mid-boss fight, a tougher challenge which we'll have to leave for another day. Das hier ist der neue Trailer zu Ghost Runner, einem First-Person-Mix aus Cyberpunk-Setting und, man könnte sagen, Mirror's Edge-Gameplay. Man spielt eine Art Cyber-Ninja, der sowohl im Virtual Space als auch in der Realität durch 3D-Level hüpft und springt, immer nur einen Treffer eines Gegners aushält und deshalb sehr geschickt ausweichen und schnell zuschlagen muss. Mehr Gameplay aus Ghost Runner und jede Menge Infos zum Spiel gibt's am Montag, dem 15.06. bei uns im Find Your Next Game Livestream, denn ich habe letzte Woche mit den Entwicklern gesprochen und auch eine neue Demo-Version bekommen, aus der ich euch Spielszenen auf dem PC mit Raytracing zeigen kann. Can't remember a thing. Hey! I've got him! It's payback time! I see him! Over there! Well, well. Erste richtige Gameplay-Szenen gab es diese Woche auch vom Remake zu 13, dem lange etwas verschollenen Cell-Shading-Shooter-Klassiker von Ubisoft. Die Neuauflage kommt jetzt von Microids und Playmagic und sie soll am 10. November 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch veröffentlicht werden. 13 oder 13 wurde ursprünglich 2003 veröffentlicht und stach mit seinem ungewöhnlichen Grafikstil hervor. Ein großer Verkaufserfolg war das Spiel, das damals noch auf der Unreal Engine 2 basierte, allerdings leider nicht. Nichtsdestotrotz gilt es bei Genrefans als absoluter Geheimtipp, denn es bietet eine spannende Singleplayer-Kampagne und verbindet Zeichentrick-Elemente mit First-Person-Shooter-Gameplay. Die Geschichte dreht sich dabei um eine Verschwörung rund um den Mord am US-Präsidenten. Und wenn ihr jetzt mal das Original ausprobieren wollt, das gibt's jetzt endlich wieder als Download-Version bei GOG und Steam. Es war ja über mehrere Jahre einfach nicht zu kriegen. Zudem gibt's einen Fanpatch, der das alte Spiel für moderne Systeme kompatibler macht. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. I do not deserve absolution. Yet still I seek it. You must find his name. Die Entwickler von Mortal Shell machen absolut keinen Hehl daraus, dass sie sich für ihr Spiel von Dark Souls haben inspirieren lassen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, denn Souls-like-Games sind ja inzwischen ein etabliertes Genre. Zu diesem Souls-like wird es Anfang Juli eine Closed Beta geben, zu der ihr euch auf der offiziellen Webseite anmelden könnt. Außerdem bekommt Michi wahrscheinlich in ein paar Tagen eine Vorschauversion und wird die dann bei uns im Find Your Next Game-Programm vorstellen. Die Vollversion von Mortal Shell soll übrigens schon im dritten Quartal 2020 für PC, PS4 und Xbox One rauskommen und laut Entwicklerangaben rund 20 Stunden lang sein. Weiter geht's mit neuem Gameplay aus Everspace 2, das ja diesmal kein Roguelike wie der erste Serienteil ist, sondern ein handgebautes Open-Space-Universum bietet und darin auch Planeten, zu denen man hinunterfliegen kann. Die Gebiete dort sind allerdings räumlich beschränkt, also nicht so komplett offen, wie man es jetzt vielleicht aus Star Citizen oder Elite Dangerous kennt, aber dafür ist das, was dort unten dann zu finden ist, sinnvoll für die jeweilige Mission gebaut. Und wenn ihr mehr aus Everspace 2 sehen wollt und den Entwicklern von Rockfish Fragen zum Spiel stellen wollt, dann schaltet am Montag, dem 15.06. bei uns im Find Your Next Game Livestream ab 20 Uhr ein, denn dann haben wir Michael Schade von Rockfish im Stream und werden die neue Demo-Version spielen. Also gibt's rund eine Stunde Gameplay zu sehen. Und wenn ihr jetzt schon mehr darüber lesen wollt, was diese neue Version beinhaltet, ich habe euch einen ganz frischen Artikel von meiner Kollegin Elena Schulz auf gamestar.de hier unten in der Videobeschreibung verlinkt.
Mehr Gameplay gibt's am Montag auch vom Surgeon Simulator 2 bei uns im Find Your Next Game Programm zu sehen, und zwar ab 19 Uhr. Vorher gibt's hier aber noch den Ankündigungstrailer, der einen kleinen Ausblick auf den zweiten Teil bietet. Und der setzt diesmal auf 4 Spieler Koop. Außerdem wurde das Setting in eine medizinische Einrichtung namens Bossa Labs in der Mitte des letzten Jahrhunderts in England versetzt. Und was dieser Trailer hier schon ganz gut andeutet, ist, dass durch den Erfolg des ersten Surgeon Simulator von 2013 die Entwickler in der Lage waren, den zweiten in Sachen Gameplay und Umfang deutlich aufzubohren. Was genau da nun alles neu ist und wie sich das jetzt so spielt, das verraten wir, wie gesagt, am Montag im etwas längeren Slot bei uns im Fing-Programm. Rauskommen soll der Surgeon Simulator schon im August diesen Jahres, erstmal allerdings exklusiv im Epic Game Store. Für den Ego-Shooter Prodeus gab es eine gute und eine schlechte Nachricht am Wochenende. Die gute ist, das Spiel ist immer noch in der Entwicklung, sieht immer noch sehr cool aus mit dieser Mischung aus Retro-Look, basierend aber eigentlich auf ziemlich moderner Technik. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen noch ein bisschen länger drauf warten. Eigentlich sollte das Spiel ja im Sommer schon starten. Naja, genau genommen sollte es eigentlich im Frühjahr schon starten, wurde dann auf Sommer verschoben und jetzt wurde es wiederum auf den Herbst verschoben. Und das gilt erstmal nur für die Early Access-Version. Aber immerhin, hier gibt es ein paar neue Spielchen und einen Blick auf den integrierten Level-Editor, den Prodeus gleich mitliefert. Das hier ist der erste Trailer zu The Outlast Trials, dem nächsten Teil der First-Person-Horror-Serie. Und das neue Spiel soll 2021 rauskommen. Es gibt aber einen großen Unterschied zu den Vorgängern, denn diesmal ist es ein Koop-Survival-Spiel. Dabei werden die Spieler als menschliche Versuchskaninchen von der Murkoff Corporation rekrutiert, damit an ihnen fortgeschrittene Methoden der Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle getestet werden können. Wie üblich in den Horrorspielen vom Entwicklerstudio Red Barrel Games geht das natürlich alles ziemlich schief und so müssen bis zu 4 Spieler am Ende um ihr Überleben kämpfen. Wobei kämpfen wahrscheinlich das falsche Wort ist, denn ausgerechnet kämpfen kann man in den Outlast-Spielen ja nicht, da geht's ja eher ums Verstecken und Weglaufen. Night vision device fully operational, sir. Excellent. Bring in the other subjects. The Outlast Trials spielt übrigens nicht in der Gegenwart, sondern in der Zeit des Kalten Krieges, ist also eher so eine Art Prequel zu den vorherigen Serienteilen. Das hier sind Gameplay-Szenen aus der Alpha-Demo des First-Person-Remakes von System Shock. Diese Alpha-Demo könnt ihr euch aktuell über Steam oder über GOG runterladen und ich würde es jedem Fan von First-Person-Spielen empfehlen, denn diese Neuauflage ist wirklich fantastisch gemacht. Gerade der Grafikstil mit diesen super detaillierten, aber ungefilterten Texturen sorgt für einen ganz eigentümlichen Look. Die Entwicklung des Remakes hat ja eine ganz schön holprige Geschichte hinter sich und darüber können wir hoffentlich auch am Mittwoch mit den Entwicklern sprechen, wenn sie bei uns im Livestream sind. Also wenn ihr Fragen zum Spiel habt, schaltet am Mittwochabend ein und stellt sie einfach den Entwicklern selbst. Ever wonder how it all ends? What if it ended with a song?
Ein komplett neuer Ego-Shooter ist Metal Hellsinger, der auch letzte Woche angekündigt wurde. Entwickelt wird das Ganze von The Outsiders, herausgebracht von Funcom. Und der kreative Kopf hinter Metal Hellsinger ist David Goldfarb, der unter anderem der Game Director von Payday 2 war und schon an Bad Company 2 und Battlefield 3 mitgearbeitet hat. Der besondere Clou an Metal Hellsinger ist, dass es ein rhythmusbasierter Ego-Shooter ist. Soll heißen, wenn man bestimmte Aktionen im richtigen Takt zur Metal-Musik ausführt, dann erhöht sich die Macht der eigenen Spielfigur. Wie das genau funktioniert, werden wir euch diese Woche auch im Find Your Next Game Programm erklären, denn wir konnten eine Vorschauversion ausprobieren und haben daraus auch noch mehr Gameplay mitgebracht. In einer der letzten Trailer-Rotations habe ich euch den Ankündigungstrailer zu Paradise Lost gezeigt. Jetzt gibt's die ersten bewegten Ingame-Szenen zu diesem First-Person-Adventure, in dem wir einen 12-jährigen Jungen in einer alternativen Zeitlinie spielen. Don't freak out. I just want to talk. What is... who's that? So, basically, I need your help. I'm not going to help you. I don't know you. I've been watching you, so technically I'm not a stranger. I won't let you go unless you promise to help me. In der Welt von Paradise Lost hat der Zweite Weltkrieg nämlich nicht 1945 geendet, sondern ging noch 20 Jahre weiter und endete schließlich in einer atomaren Katastrophe. In der Gegenwart des Spiels erkunden wir jetzt einen mysteriösen Bunker in der Nähe von Krakau und müssen jede Menge Umgebungsrätsel lösen. Und das Ganze soll noch auf dem PC dieses Jahr starten. Der dritte Rundown von GTFO ist im Early Access gestartet, soll heißen, das dritte Set an Levels wurde veröffentlicht und neu dabei ist ein neues Setting und zwar eine Laborumgebung. Es gibt außerdem in dieser Version auch einen neuen Gegner zu entdecken. Zudem gibt's ein bisschen mehr Story-Elemente, denn die standen ganz oben auf der Wunschliste der Early Access-Spieler. In GTFO werden bis zu 4 Spieler in unterirdische Bunkeranlagen geschickt, um dort Materialien oder Infos zu bergen. Die Missionen entpuppen sich dabei allerdings als knallharter Überlebenskampf und genau an den werden wir uns wahrscheinlich diese Woche auch in Find Your Next Game mal heranwagen. Übernächste Woche sprechen wir dann mit den Entwicklern über die Neuerungen. Während das nächste große Bezahl-Add-on für Elite Dangerous, also Odyssey, ja erst 2021 kommt und dann die Möglichkeit bringt, das Raumschiff mal zu Fuß zu verlassen und so Raumstationen und Planeten zu erkunden, gibt es seit dieser Woche für PC, Xbox One und PlayStation 4 das kostenlose Update mit den Fleet Carrier. Nach 2 Beta-Phasen sind diese sauteuren Megaschiffe mit bis zu 16 Landeplätzen nun auch im normalen Spiel verfügbar. Und nur für den Fall, dass ihr nicht genug Credits zusammenkratzen könnt, um euch so ein Ding mal leisten zu können, zeigt dieser Trailer, wie sie aussehen. Den Abschluss in dieser Trailer-Rotation macht der Render-Trailer zum Action-RPG Werewolf The Apocalypse Earthblood. Darin spielen wir einen Werwolf namens Kahal, der seine Tochter retten will und gegen die fiesen Machenschaften einer Megacorporation kämpft, die die Umwelt vergiftet. Dabei soll die Wut unserer Spielfigur eine der zentralen Spielmechaniken werden. Wie das genau funktioniert, können wir aber anhand dieses Trailers jetzt noch nicht sagen. Am 7. Juli soll es aber das erste Gameplay-Material aus dem Spiel geben. Also schauen wir mal, wie das dann aussieht.
So viel erstmal zur Trailer Rotation für heute. Ich muss an dieser Stelle erstmal abbrechen, weil es draußen so dermaßen regnet, dass ich den Sound kaum noch aus der Tonspur rausgefiltert bekomme. Außerdem ist die Folge, glaube ich, auch erstmal lang genug. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch etliche weitere coole Videos in der letzten Woche gab. Deshalb stehen die Chancen ganz gut, dass ich morgen vielleicht einfach nochmal eine Trailer Rotation mache und euch noch die weiteren Videos zeige und die Infos dazu zusammensammle. Außerdem könnte es vielleicht noch zu einer Special Edition zu den PlayStation 5 Spielen reichen, denn da gab es ja nach den Ankündigungen vom Donnerstag jetzt noch jede Menge weitere Infos zu den Spielen. Lassen wir uns mal in den nächsten Tagen überraschen, wie viel ich neben Find Your Next Game noch so schaffe. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Videos haltet. Und ja, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn euch das Format gefällt. Bis dann, euer Fritz.